Ich bin am Übertragen. Resume. Gehe ich mal raus. Dann müsste es gleich losgehen. Das hat irgendwie überhaupt nichts mit Halo zu tun. Siehst du das? Ja, und ich dachte so, hä, was siehst du bei mir? Was ist mein Auto? Was ist mein Auto? Ist das so ein silbernes... Silbern, ne? Genau, silberner Ferrari. Okay. Das ist... Kann er das nur anzeigen, wenn ich das Ding auch hab? Die Lackierung. Okay. Ach, war das vom Spiel aus, ne? Ich bin nicht weg. Ich hab nur, Ja, geh auch nochmal auf Quit. Wir mussten das nochmal. Ich konnte nicht Restart Race machen oder so. Das geht online nicht. So. Also, ready? Re-Adi? Achso. Weil du hier schon, ein Häkchen hast bei dir. Okay, also. Start Race. Piep, piep, piep. Ja. Sehr wahrscheinlich würde ich das nur sehen, wenn ich mir das auch geholt hätte, oder? Kannst du auch, ja. Du kannst das Foto zumindest hochladen und dann kann ich dann im Menü kann ich dann nach dir suchen. Aber ich glaub dir das schon. Ich glaub dir das schon, dass das total super aussieht. Ja, können wir ja gleich mal gucken, vielleicht beim nächsten Auto, weißt du? Du hast auch zwei gehabt. So, jetzt geht's nur mal um die Wurst. Na komm. Ich habe auch, glaube ich, keine Mods installiert. Geht das überhaupt hier online? Kann man hier Mods installieren? Da kann man keine Mods installieren, ne? Oh, es rutscht und rutscht und rutscht. Ach, Herr Jemini. Ja, müssen wir wieder an das Regenrennen gewöhnen und dann die Pfützen hier. Die Pfützen. Jawohl, das ist so. Ja, stimmt, hätte ich machen können, ne? Hab ich vergessen. Mach ich beim nächsten Rennen. Oh, der hört sich aber... Also die Karre, die ich habe, die hört sich aber gut an. Warum? Bist du zu aufgeregt, oder? Ja, mit Simulation. Also... Wieso? Hatte ich das erzählt, das eine Mal, wo ich online gespielt habe, das erste Rennen, wo ich noch Dritter, das lief ganz gut. Obwohl es halt eine... Ja, und dann kam da das zweite Rennen und dann haben da die Leute da, die abgekackt haben, die haben da auf die Vorderen dann gewartet und haben sie dann explizit abgeschossen. Ja, das war echt für den Arsch. Also habe ich dann auch gequittet. So, 5 Runden müssen wir jetzt überstehen, ne? Dann mache ich da mal ein paar Driver-Tare an.
Mich würde dann ja interessieren, ob du dann auch gegen meine Driver-Tare fährst oder ob du dann als Driver-Tare dann deine hast aus deiner Freundesliste, weißt du? Wie soll ich denn hier cheaten? Das ist ein Autorennspiel. Ne. Ja, dann verkauft das Jörg. Jörg sucht doch noch ein Gebrauchtes. Ja, so ist hier. Ich meine, hast du einen Führerschein? Hast du. Nee, doch. Doch, oder? Du fährst auch Auto manchmal. Achso, kein Auto gefahren. Ich bin ja mal gespannt, ob ich jetzt hier ein Achievement bekomme, wenn ich das Level denn gewinne. Also das Rennen. Dann lass ich dich beim nächsten Rennen vor. Komm, ganz einfach. Ich will es einfach nur mal sehen. Das ist dann aber nur, das gibt dann nur 0G. 0G. Achso, man muss mehrmals, ne? Also. Ja. Naja. Beim League-Event, ich habe ja schon mal ein Achievement bekommen, einfach nur um bei der Liga mal mitzufahren. Also nicht gewinnen, sondern halt einfach mal mitfahren. Du fährst aber auch mit Linie, ne? Echt? Ne, ich habe zum Beispiel die Linie immer an. Ja. Das finde ich immer ein bisschen komfortabler. Vielleicht habe ich auch einfach nur ein schnelleres Auto als du. Ich weiß ja nicht, wie deine Spezifikationen sind. Ja, dann habe ich einfach vielleicht ein bisschen mehr Bums hier unter der Haube. Ich weiß noch, bei Forza Motorsport 5, da gab's. Ey, das hätte man auch voll einfach machen können. Warum habe ich das nicht schon früher mit dir gemacht? Da gab's auch diese Achievements irgendwie, wo man bleibt so und so viel Kilometer in Führung oder so in einem Multiplayer-Rennen. Das hätte ich ja richtig schnell mit dir geschafft hier. Ach, verdammt. Ich bin jetzt eben, das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Ich bin eben auch gerade gegen die Bande gefahren. Also gegen die. Ja, ich glaube. Ja, vielleicht sollten wir einfach gleich das nächste Rennen, sollten wir mal die andere. Du hast ja, das ist ja ein Wagen, was du hast, ne? Mit deinem Halo-Teil da. Dann sagst du mir, was für ein Wagen das ist und den kaufe ich mir dann einfach. Dann sind wir hier gleich gut unterwegs. Oder gleich schlecht, je nachdem, wie du willst. Nein, aber ich glaube echt, dass ich hier ein viel besseres Auto habe als du. Glaube ich jetzt einfach. Na, ich habe einen Ferrari und du hast einen. Was ist das? Nein, ich habe mir doch den Ferrari gekauft da. Der lief aber immer noch unter der Kategorie A, also. Online musst du auf Zack sein. Soll ich auf dich warten? Ach, aber Mitleid Gamerscore-Punkte haben wir. You lost a race in Forza Motorsport 6 und das wird dann irgendwie nur direkt als dein Highlight auf deiner Feed-Seite angezeigt und das kannst du nicht wieder wegmachen.
Oh, aber der hat also audiomäßig ist der, sind die Ferrari, die hören sich immer sehr, sehr nett an. Immer sehr geil. Ja, das genau. Eigentlich muss man hier richtig ordentlich bummen. Ja, das stimmt. Das hatte ich bei meinen Eltern ja mal, da hatte ich ja auch mal Forza mit. Und dann irgendwie auch über die haben da halt auch so eine, die haben mal eine 7.1-Anlage und dann habe ich da auch mal Forza angeschmissen und mal ordentlich laut gemacht. Und da ist es ja egal, weil die haben halt ein Haus. Kannst du. Ja, aber das hat schon gereicht. Also das war schon so, als wenn du da wirklich beim Rennen dabei bist. Ja, das hört man dann halt, ne? Ja, ich dachte, das ist das Atmos. Ich denke, Atmos ist halt eins. Ich dachte, dass du das halt oben, dass du an der Wand da oben noch einen extra Lautsprecher installieren kannst. Das ist halt über dir dann. Das ist Atmos. Ja. Achso. Also ich fand DTS aber auch immer geiler als Dolby Digital. DTS. Ich hatte ja damals, wo ich in der Freiweide gewohnt habe. Nee. Du und Autorennspiele sind nicht so, ne? Ich habe letztens schon mal überlegt, dass man vielleicht mal Formel 1 oder so spielen könnte. Irgendwie schon mal so ein bisschen Online-Koop-Meisterschaft hier. Du als mein Teampartner. Okay, ich nehme dich beim Wort. Battlefront. Tun sie nicht. Wir sind hier nicht bei Split Second. Kennst du Split Second noch? Das war witzig. Sonic All-Stars Racing Transform. Das ist auch. Ja, da muss ich noch. Das haben meine Jungs auf der 360. Da müsste ich eigentlich noch ein paar Sterne freischalten, damit ich da auch ein paar mehr Level. Das wird schwierig nachher, ne? Das ist sechs. Das ist total schwierig.
Ja, ich habe das auch mal versucht. Ich habe mal versucht, auf einer etwas höheren Stufe halt.